Hallo und herzlich willkommen bei Virtual Studios und einer neuen Folge Transportfieber im Schönbau. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei meinem Kanal. Ihr seht, was wir alles geschaffen haben. Es ist der Wahnsinn. In nur zwei Folgen haben wir hier ein komplettes Bahnhofsfeld. Man ist noch nicht ausgeschmückt komplett, aber es sieht doch schon mal echt geil aus, oder? Hier ein riesiger Bereich zum Dingsen und hier der S-Bahnhof, der hier hinkommt, der S-Bahn-Umschlagplatz, wie auch immer man es bezeichnen will. Aber nach dem Intro zeige ich euch mehr. Ich habe hier auch überall schön ein paar Wege reingezummert. Auch so kleine hier welche. Aufgrund dessen, dass ich hier diesen Weg hier so umändern muss, also dass ich hier die Kurve habe, werde ich hier wahrscheinlich ein Gebäude oder sowas hinsetzen, einen Wasserturm, wie auch immer. Hier haben wir nochmal ein Abstellgleis, ein paar Wege hin. Ja, hier, das wird dann das Weg zum S-Bahnhof, der Weg. Und die werden dann hier unten drunter durchrauschen. Oh ja, den muss ich auch noch anbinden irgendwie. Muss ich mir was überlegen. Ist ja jetzt eine Einbahnstraße. Hier habe ich mal so einen Wendekreis hingebaut, können wir ein, zwei Gebäude noch hinpflanzen. Hier generell auch, will ich Industrie hinmachen, Industriegebäude. Hier ist auch so ein Absperrbereich Industrie. Hier soll Wohnkomplexe entstehen, noch mittendrin, ist zwar natürlich sehr nett, aber geht ja eigentlich durch diese Baumreihe hier. Eine riesenlange Brücke, da haben wir jetzt schon, die rüber geht bis zur Hauptstraße, damit die einen schönen Knick hat. Damit das nicht zu abgekantet ist und hier natürlich die S-Bahn-Strecke, die hier rumführt, hier an kleinen Wäldchen vorbei, hier rüber. Heißen die alle Düsseldorf Abzweig, wie heißen die denn alle? Gar keine Ahnung. Du heißt nur Düsseldorf. Industriegebiet. Ja, schreibt eigentlich zusammen, ist verwurscht. So, hier. Zentrum, was für Zentrum? Schön, dass du es als Zentrum siehst. Wo ist denn hier die Stadtnamen? Da ist das Zentrum, Freundchen. Mal anders überlegen. Wie heißt du eigentlich? Nord. Da ist Nord. Nicht wirklich, oder? Na gut, dann ist da Nord, ne? Nord, Süd, Ost. Jetzt ist es auf Süd, so Punkt. Zentrum, aber mir hackt's doch. Süd, so. Passt. Aufnahme läuft auch, wunderbar. Ja, hier müssen wir auch ja, mal ein bisschen schicker machen. Warte mal, nicht so. Ja, Gebäude und so kommen alle später. Sag ich erstmal hier das hier. Denn in dieser Folge will ich ja die S-Bahn auf den Weg schicken. Und dazu müssen wir natürlich erstmal die Linien Kredenzen. Eine Richtung wird ein bisschen einfacher, die andere ein bisschen komplizierter. Fangen wir mal hier an. Der springt natürlich gleich hier. Ich habe ein paar Ampeln gesetzt. Wie seht, hier ein bisschen wegen dem Wartebereich. Sonst relativ wenig, damit die halt gar nicht so viel rumeiern. So, und wir fangen mal natürlich mit dem Hauptbahnhof an. Vom Hauptbahnhof fährst du. Welche Richtung ist denn jetzt die? Die, genau, das war die beste Richtung. Nach da. Gleis 1 natürlich. Nach da. Können wir schon mal festmachen. Immer schön Gleis 1. So, dann huschst du hier vorbei. Da runter rein theoretisch. Und dann gehst du nach da. Genau, so habe ich mir das vorgestellt. Mist, das ist doch die komplizierte Linie. Ha! Egal. Fecht. Ich überlege, aber hier komme ich nicht mehr vorbei. Nee, er muss dann immer hier drüber fahren. Nach da und wieder zum Bahnhof zurück. So, genau. Der wechselt da das Gleis. Das ist ganz gut. Machen wir dich ja auch mal fest. So, dann nochmal. Düsseldorf. Gleis 5. Ja, ich weiß, du magst es nicht, aber es ist nicht schlimm. Nach da, Gleis 1. Zack. Zack.
Und jetzt hierher. Autsch. Warum denn nicht? Das heißt, du musst jetzt hier rüberfahren. Haben wir nicht die Chance zu? Kannst du nicht hier runterbiegen? Ja. Ja. Nach Düsseldorf Nord. Nee. Donkumarker da was nicht. Ja. Kontrollieren wir nochmal. Naja, hier auch ein bisschen schnellere Strecke drin. Ist aber ganz okay. Das passt, das passt. Passt. Ich würde sagen, nicht schon wieder rumackern. Das passt, das passt, das passt, das passt. Der kommt hier drauf. Ja. Theoretisch passt es ja. Ich glaube, er will wirklich hier nicht umzwitschen. Was ein bisschen schade ist. Muss doch nur auf dieses Gleis hier. Dafür habe ich es extra so gemacht. So. Na, das sind hier die Weiche, damit wir die auf gleiche Ebene kriegen. Also von da. Nach hier drüben am besten. So. Müsste ja passen. Ja, schon fast ein zu weit, aber. Das heißt, du kannst jetzt von Düsseldorf Nord. Wo bist denn du bei Düsseldorf Nord? Genau, Düsseldorf Nord war richtig. Jetzt hier rüber. Ja, das ist klar, dass das sowieso nicht geht. Aufpassen, was man drückt, ey. Nein. Die Schlucht Nord. Guck mal, der kommt hier aber auch nicht mehr runter. Der fährt zurück. Wenn ich hier hinklicke, macht er. Dann fährt er auch nicht mehr zurück. Ich überlege, ob ich mir denn hier eine Spitzkehre mal hinsetze. Zack. Das ist jetzt natürlich doof. So, fährst du denn jetzt hierher? Ja, wunderbar, geht doch. Ich glaube, der mag nur seine Gleis nicht, kann das sein? Nee, passt. Man war ihm vielleicht einfach nur echt zu weit. Nach da. So. Fest.
Kommt von mir auch fest. So, und jetzt nochmal. Nach hier. Da. 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 Ach, warum tust du mir das denn an? S1. Fest, fest. S1 hier rüber zur Spitzkehre. So, und dann. Na, bist du sogar fast richtig. Ach, da, damit das auch fest bleibt. So. Finito. Ich sage ja, echt lang. Also, dass er hier die zwei einmal abfährt und wir hier auch einen Wartebereich erzeugen, einen künstlichen. Jetzt kommt die Gegenlinie natürlich noch. Das heißt hier. Da. Die wird nicht ganz so kompliziert. Da runter, da hoch, dahin, dahin, dahin und hier wieder rein. Weißt du, warum tust du denn sowas? Da, wie ich es liebe. Nee, ist ja richtig. 2, 2, 2. Was hat er denn hier für ein Problemchen? I understand. Ja, weil der kann ja hier nicht mehr rüber. Mehr so ist es aber auch nicht. Okay, das ist gar nicht so einfach, Jungs. Du bist die ganze Zeit Gleis 5 und 1, genau. Das heißt, du mit Gleis 6. Das ist richtig, genau. Der kann doch hier rüber biegen, oder? Ja, kann er rein theoretisch schon. Okay, nochmal. Gleis 6, dahin. 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 Fest, fest, fest. Jetzt hat das auch. Eigentlich, ja, wie gesagt, eigentlich brauchte ich hier diesen Wechsel nicht einführen. Deswegen kann ich auch wieder rausgucken. Weniger Stau. Passt. Sieht doch schon mal ziemlich bombastisch aus. Also hier auf der grünen Linie fahren weniger. Haben wir denn S-Bahn? Ja, hier haben wir zwei S-Bahn. 2, 3. Wie viele Haltestellen haben wir denn? 1, 2, 3, 4, 5. Ja, das reicht. Die verteilen sich ein bisschen. Lassen wir erstmal die auf die Strecke. Müssen natürlich auf Gas gehen. Schicken wir jetzt erstmal los. Weil das Coole ist, das sind neutrale S-Bahnen. Da steht einfach nur Hauptbahnhof drauf. So, ich warte jetzt natürlich, bis der auch vom Bahnhof vorbei ist. Oder fährt der jetzt schon los? Nee, erst glaube ich. Genau, jetzt. So, und hier holen wir uns aber ein paar mehr. Und zwar immer im schönen Abstand.
brauchen jetzt natürlich ein bisschen. Wie gesagt, die warten jetzt immer schön, bis die in den Bahnhof rein sind und wieder rausgefahren sind. Das dauert. Deswegen jetzt mal auf Schnelldurchlauf. Ich hoffe, die Staff wächst ein bisschen in den entsprechenden Größen. Gucken wir mal, dass du zum Hauptbahnhof eingewandert bist. Und dann schicken wir erst den nächsten los. Ja, die brauchen jetzt hier halt, bis sie sich ein bisschen akklimatisieren. Die eine kommt schon zurück. Jetzt fährt der los und dann kann der jetzt losfahren gleich, wenn der aus dem Bahnhof raus ist. Reicht doch. Ich hoffe, ihr seht das so gut wie ich hier. Und wenn die alle auf der Strecke sind, dann fahren wir mit. So, ja, schon wieder gut Zeit verbraten hier, weil wir hier so lange rumgeeiert haben. Ich sage, es verteilt sich ein bisschen. Nun, die eine Strecke Richtung haben wir den Wartebereich. Es reicht völlig aus. Ja, da unten hatte ich mir auch ein Wartedings hingesetzt. Weil nur an den Bahnhöfen warten, dachte ich, ist auch ein bisschen doof. So, der ist gleich am Bahnhof. Ja, sie sollen es ein paar mehr werden, damit hier ein Stau entsteht. Wo ich mir überlege, dazu werde ich hier unten die abreißen. Oh, weiter geht's. Sag mal, wie bist du im Hauptbahnhof bist? Die fahren ja ein paar Runden mehr. Von dem her auch, also eigentlich drei Runden mehr. Deswegen sollte man hier schon Minimum, ja, 8 würde ich draufkloppen, wenn nicht sogar 9 eigentlich. Die verteilen wir einfach nur ein bisschen besser. Da haben wir hier schon mal einen richtig regen Verkehr. Klar, bis hier wirklich manuell Leute hinwandern. Pff. So ganz wird das nicht klappen, glaube ich. Du bist da. Nur der erste hat seine Ehrenrunde fertig. Das heißt, wir werden dann noch mal 2 draufsetzen. Komm, hier machen wir jetzt mal hier Hardcore. Ruhig gleich 3. Du sollst im Bahnhof einlaufen. Der Rückstau kommt von ganz alleine, glaubt mir mal. So, Stufe 2. Warte noch auf das Gleis und dann stehen die halt hier. Das finde ich halt cool. Aber ich das gerade mal hier so den Abstand habe, kann ich das hier vielleicht ein bisschen besser platzieren. So, das ist jetzt so der Abstand, okay. War vorher so schlecht abzuschätzen. Na, ja, kann ich hinhauen. Okay. Wenn wir gleich fahren, fahren wir natürlich mit der Gegenseite. Dann sehen wir das nur, wie die sich hier aufreihen. Das wird eine ganze Zeit lang dauern.
Hauptsache hier entsteht dieser Stau. So. Alles erledigt. Da ist die Gegenbahn. Dann legen wir uns mal zurück und genießen das. Vor allem, weil es gerade so flüssig läuft. Weil man hier natürlich Normalgeschwindigkeit. So, gucken wir mal. Da stehen sie. Ja, unten der mit dem kleinen Buckel, das nervt ein bisschen. Dann geht sie abwärts. Ja, ist wirklich minimal. Der Tunnel ist jetzt unwichtig. Dreht jetzt hier die kleine Kurve. Der sieht dafür echt geschmeidig aus eigentlich. Interessant wird es wirklich, wenn hier oben alles so ein bisschen steht. So, jetzt kommen wir auf der Seite raus. Fahren Richtung Hauptbahnhof. Hier schön vorbei, auch mit dem Zaun, den habe ich schon mal gezogen. Hier soll dann eher Schaltschutzwand hin. Hier eine dicke, fette Brücke, damit die auch in die Mitte kommen. Achso, genau, wir fahren jetzt erstmal am Bahnhof vorbei. Hallo Bahnhof, Hauptbahnhof. Auch wenn hier so ein Ding ist, lustig. Wir fahren unter der Brücke durch, die ziemlich weit oben steht, aber okay. Jo. Sieht auch sehr nett aus. Das ist cool geworden. Hallo? Ich bin echt stolz auf mich für das erste Schönbauprojekt so. Klar, die Deko macht es am Ende. Und vor allen Dingen hoffe ich, ob das Spiel hat, dann schafft alles. Ist eine große S-Bahn-Strecke. Soll aber auch eine große Stadt werden hier. Ja, hier das mal ein bisschen aus der Bahn legen. Guck mal, und ohne Ruckler ist das nicht toll. So, hier oben in den Hills, in den Bergen hier so, das wären so die Außenbezirke halt. Bahnwald, passt ja fast. So, mal gucken, da ist auf halber Strecke ein Signal auf alle Fälle. So, da geht es auch schon weiter, relativ geschmeidig. Er ist so ein bisschen am Nachrendern, wartet mal. Vielleicht noch wegen den Rucklern die geringe Einstellung. So, da kommt uns ein Zug entgegen. Ja, ein bisschen. Ah, guck mal, da kommen sie ja kleine, aber ist okay. Nächster Bahnhof, auch relativ weit ab von. Die sind alle ab vom Schuss natürlich. Für den Nahverkehr gibt es dann später Busse. Deswegen werde ich auch Busstrecken machen, damit sich das verteilt immer von den Bahnhöfen aus so im Umkreis. Das ist zumindest mein Plan. S-Bahn, Straßenbahn bin ich mir noch nicht sicher. Jetzt fahren wir ein ziemlich weites Stück, wie gesagt, auch bis zum, ach guck mal, da in der Ferne siehst du den Umschlagbahnhof, finde ich geil. Da haben wir auch das Depot, jetzt haben wir hier halt noch eine Straße. Ah, da drüben geht schon die Schranke runter, ich weiß nur nicht, ob es wegen uns ist, wäre natürlich echt früh. Enge Kurve. Ja, müssen die LKWs hier ganz schön lange warten. So, hier haben wir das Umstellwerk. Die Drehscheibe, die alte. Guck mal, da drüben sammeln sich die S-Bahnen. Jetzt fahren wir hier in der Nähe des Bahnhofes. In der Nähe des Umschlagwerks uns auch wieder ein Zug entgegen. S-Bahn muss nicht schnell fahren, von dem her ist alles cool. Teilen sich hier teilweise ein bisschen die Strecke nachher mit dem ICE, aber der kann sich da ja ruhig durchschlängeln, das ist ja nicht weiter wild. Dann muss ich natürlich ein paar Signale noch hinsetzen, ist klar. Aber so geht's gerade noch. So, hier rechts von uns fahren die Regios auf und ab. Runter, die werden dann hier zu zweispurig. So ist zumindest der Plan.
können sich dann hier ein bisschen aufreihen im Vorbahnhof. Hier wird mal das Gleis gewechselt, damit er hier direkt zum Bahnhof rein kann. Und schön mit 30 gleitet man in den Bahnhof ein. Da steht München dran, kann das sein? München Hauptbahnhof, ja. Alle Züge gehen nach München Hauptbahnhof. Aber ist einfach geil. Aber ist halt krass, vor allem, dass der Zug vor uns. Entschuldigung. Da drüben ist hier, dass der Zug vor uns hier. Wer darf zuerst? Ich darf bestimmt zuerst. Ja, das ist ja gerade das Coole mit diesem Mittelgleis. Autsch. Da geht er aber ganz schön in die Eisen. Guck mal, der Führerstand ist höher als der Zug, kann das sein? Fällt mir gerade mal so auf. So, dann geht es einmal hier runter. Dann ist die Folge auch zu Ende. Ne? Klar, hat jetzt ein bisschen länger gedauert. Oh, da war auch eine dicke Macke drin. Die kriegen wir aber nochmal weg. Bestimmt durch die Brücke gekommen. Danach habe ich das nicht mehr kontrolliert. Komm jetzt mal ein bisschen. Die Folge ist schon lang genug. Scharfe S-Kurve, also scharfe Kurve, C-Kurve. Ja, da will er ein bisschen haken, ne? Aber sonst läuft es eigentlich. So, da kommen wir auch hier in den Bahnhof an. Jetzt schauen wir uns mal das Ganze aus dieser Perspektive. Ne, die wollte ich nicht, sondern die hier. Wenn wir hier vorbeifahren, guck mal, die sehen von außen auch geil aus, die S-Bahn. Wenn wir hier am Berg vorbeifahren, stehen da immer noch welche in den Startlöchern. Ist ja krass. Ja, die warten hier alle. Da wartet einer. Hier wartet einer. Da warten sogar noch zwei. Ah, das kriegen wir hin. Ich mache hier einen kleinen Break. Ich hoffe, euch gefällt es. Wenn ja, ruhig runter in die Kommentare, liken, teilen, abonnieren nicht vergessen. Und wir sehen uns in aller Ruhe in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Tschüss.